In Zelda Ocarina of Time gibt es einen Trick, wie man mehr Dekostäbe und mehr Dekonüsse tragen kann. Und wie das geht, das schauen wir uns jetzt mal in dieser Spezialfolge an. Zuerst gehen wir mal auf den Marktplatz. Vom Marktplatz schneiden wir rein in den Maskenhändlerladen. Und da müssen wir eine spezielle Maske uns ausborgen. Wir brauchen für mehr Dekostäbe brauchen wir die Schädelmaske. Die haben wir gleich mal hier. Schnappt sie herab. Die wird ausgeborgt. Sehr gut. Schauen wir mal, ob wir die auch anlegen können, die Schädelmaske. Schauen wir mal. Scheint zu funktionieren. Sehr gut. Mit der Schädelmaske müssen wir jetzt in den Wald gehen. In den Koriwald. So, schwuppdiwupp. Gehen wir einfach mal schnell zu Fuß rüber. Ich gehe jetzt einfach mal zu Fuß, damit ihr das nachvollziehen könnt, wenn ihr es denn auch nachmachen wollt. Mehr Dekostäbe, mehr Dekonüsse. Kann man doch immer brauchen. So, da gehen wir mal rüber in unser Heimatdorf und schauen, wie das so abläuft dort. Ja, ich habe ja Zelda Ocarina of Time bereits durchgespielt und das hier ist sozusagen nur eine Sonderfolge davon. Wenn ihr das komplette Let's Play sehen wollt, schaut bei mir auf den Kanal vorbei. Beziehungsweise Link gibt es auch hier gleich zum draufklicken. So, wir sind gleich da, wir sind gleich im Dorf, geht ja rucki zucki, auch ohne Pferd hier als kleiner Link. Und ich bin gespannt, ich habe selbst noch nicht ausprobiert, ich habe es nur nachgelesen, dass das gehen soll und ich bin gespannt. Mehr Zeug zum Tragen. Wer will denn in der Wanderschaft mehr Zeug mit sich rumtragen? Link natürlich, der Abenteurer. So. Sind wir schon im Dorf. Jetzt müssen wir nur noch zum Wald. So, da haben wir den wunderschönen Koriwald. Und wir müssen darauf. Genau. Hier müssen wir rauf. Ruck. Dann hier raufklettern. Sehr gut. Und im Wald, dort brauchen wir dann natürlich die richtige Kombination. Oh, jetzt wäre ich da fast runtergehüpft. Die richtige Kombination, also die richtige Vorgehensweise. Die richtige Vorgehensweise ist rechts, links, rechts, links, links. Gut, schauen wir mal, ob das funktioniert. Rechts. Links. Rechts. Links. Und nochmal links. So. Hier müssten wir irgendwo eine Höhle finden. Schauen wir mal. Jetzt machen wir mal die weg hier. Upsa. Sehr gut. Irgendwo muss hier der Eingang sein. Ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Man fliegt einfach so hier rein. Auch nicht schlecht. Ich suche die ganze Zeit, wie es geht. Derweil muss man da einfach nur rumrennen und dann fliegt man automatisch rein. Cool, cool, cool. So, ich setze mir mal die Maske auf und schau, was passiert. Aha, sie sind irgendwie sehr zutraulich. Viel zu zutraulich. Das ist ja nett. Jetzt machen sie den kleinen Tanz um den Link. Aha, die Maske gefällt mir denn wohl. Die sind ganz aufgeregt, die Kleinen. Total nett gemacht, bitte. Und jetzt? Kriege ich jetzt was? Oder? Meine Brüder und ich sind uns einig. Du siehst genauso aus wie unser heiliges Totem. Nimm diese Dekostäbe als Zeichen unserer Ehrfurcht. Zudem werden wir dafür sorgen, dass du nun mehr tragen kannst. Perfekt, genau das wollten wir ja. Mehr tragen können. Zauber, Zauber.
Du kannst jetzt insgesamt 20 Dekostäbe tragen. Ganz schön praktisch. Ganz schön praktisch. Und die verschwinden jetzt alle wieder, oder was? Sind schon wieder alle weg. Gut, dann müssen wir uns die nächste Maske holen. Damit wir auch mehr Deko-Nüsse tragen können. So, dann müssen wir hier wieder rausfinden. Ich kann mich ja einfach zurückbeamen. Ich beam mich jetzt einfach mal zurück. Das müsste das richtige Lied dafür sein. Wenn ihr das noch nicht habt, das richtige Lied, auch kein Problem. Könnt ihr auch einfach wieder zurück zum Schloss gehen. So, aber das geht jetzt einfach schneller. So, es ist wieder hier. Perfekt. Ab zum Maskenhändler wieder. Und diesmal brauchen wir die Maske der Weisheit. Mit der Maske der Weisheit gibt es dann auch mehr zum Tragen. Mehr Dekonüsse. Hätte ich vielleicht vor dem Buchspiel machen sollen. Aber eigentlich sind mir die Dekostäbe und Dekonüsse nie wirklich so ganz ausgegangen. Wäre aber schon lässig gewesen, das vorher zu haben natürlich. Gut, richtige Maske ausborgen, Maske der Weisheit. Schauen wir mal, wo ist denn die Maske der Weisheit? Das ist die Ohrenmaske, Geistermaske, Fuchsmaske, Maske des Wissens, das wird wohl die richtige sein. Gerudo-Maske, Zora-Maske, Ohrenmaske. Nein, wir nehmen die Maske des Wissens und schauen da wieder zu unseren Freunden. Ich gehe das wieder schnell zu Fuß, ist ja nicht weit. Kurz aufprobieren die Maske. Ja, funktioniert. Perfekt. Und dann wieder zurück zum Wald. Ins Anfangsdorf. Vielleicht mal kurz checken, wie viel ich jetzt tragen kann. Kann ich jetzt wirklich 20? Tatsächlich, ich kann jetzt wirklich 20 von diesen Stäben haben. Aber hier habe ich 20 Nüsse, steht hier schon. Kann ich dann vielleicht 30 Nüsse tragen oder was? Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie viele Nüsse ich dann nachher tragen kann. Müssten dann, wenn es 10 mehr sind, müssten es dann 30 sein. Mathe, voll das Genie. 20 plus 10 geht gerade noch. Trotz vieler Videospiele. Ah, der Mond geht auf hier, wunderschön. Wenn ihr euch fragt, warum schaut das Ganze hier so ein bisschen anders aus? Ich habe hier einen Mod laufen, deswegen schaut das ein bisschen besser aus als im Normalfall. Der Mod hier ist von Enrico Magnifico. Wenn ihr das googelt, dann findet ihr das relativ schnell. Bin großer Fan von den Mods von Enrico Magnifico. Wenn man denn einen Emulator hat und einen PC, der stark genug ist, sollte man das auf jeden Fall mal ausprobieren. Ist wirklich gleich ein ganz anderes Spielerlebnis hier in Full HD. So, da jetzt gehen wir wieder rein in unseren Wald. Wir gehen darüber, darauf und holen uns mehr Dekonüsse zum Tragen. So, Link, hier rauf. Ich bin gespannt, ob die wieder so einen schönen Tanz machen. Den Tanz fand ich ja super nett. Super nette Idee. Ich habe mir gedacht, ich möchte einfach so ein paar Kleinigkeiten noch nachholen, die ich in dem Spiel beim Buchspielen versäumt habe. So, da. Wie war denn der richtige Code nochmal? Der richtige Code ist rechts, links, rechts, links, links. Okay, rechts, links, rechts, links und nochmal links. Dann wieder zur geheimen Höhle, die da hinten irgendwo ist. Die war da irgendwo. Na, wo ist die geheime Höhle? Ja, da ist sie bei den Schmetterlingen. Okay, die Schmetterlinge kennzeichnen die Höhle. Maske aufsetzen und schauen wir mal, was unsere Freunde hier zu sagen haben.
Die schauen irgendwie süß. Die schauen irgendwie gruselig aus und trotzdem irgendwie süß. Das ist doch irgendwie verrückt. Aha. Okay. Sprich mit mir, weiser Deku. Meine Brüder und ich sind uns einig, du bist potthässlich. Das ist ja gut. Zum Trost werden wir dich mit einigen Deko-Nüssen versorgen. Außerdem werden wir dafür sorgen, dass du von nun an mehr Nüsse tragen kannst. Immer nur her mit den Nüssen. Ja, tatsächlich, ich kann jetzt 30 Deko-Nüsse tragen, 10 mehr. Super cool und nur dank der Maske. Also die Maskenquest zahlt sich aus. Wie man alle Masken bekommen kann, das könnt ihr euch auch bei mir im Kanal anschauen. Ich verlinke euch das dann auch da unter dem Video. Das war's schon wieder mit dieser Spezialfolge Zelda Ocarina of Time. Wie bekomme ich denn mehr Deko-Zeug? Gut. Hat mich gefreut. Wenn ihr das komplette Zelda Let's Play von mir sehen wollt, lasst ein Abo da und schaut bei mir am Kanal vorbei. Daumen hoch wäre natürlich auch nicht schlecht und wir sehen uns bei der nächsten Spezialfolge. Eine kommt noch mindestens.